Es scheint, als wären wir eingesperrt, meine Damen und Herren, aber mit Nichten und Neffen. Denn wir sind dabei, uns hier aus diesem Bereich zu befreien. Und damit meine ich nicht diesen Raum, sondern damit meine ich diese verwunschene Kathedrale des Bösen. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Thief aus dem Hause Dave Dern TV. Spannenderweise habe ich anscheinend am Ende der letzten Session verpasst, abzuspeichern. Und durfte jetzt das Ganze mit Bruder Muris, den wir da ja dann zu seiner letzten Ruhe gebettet haben, dem Bruder Martello und dem Bruder Renault und so weiter, das nochmal kurz machen. Ging aber innerhalb von 6-7 Minuten, also wenn man weiß, wo man hin muss und so, ist das alles kein Problem. Das heißt, ihn musste ich nochmal plätten. Ja, da guckst du blöd, ne? Ja. Und jetzt haben wir, falls ihr euch dran erinnern könnt, diese explosive Charge, die haben wir eingesammelt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie, gibt's zum Tor. Soll ich mal kurz gucken, ob mein, ja, okay, Lautstärke passt. So, und hier ist doch, glaube ich, jetzt dieses Tor, oder? Ist das dieses Tor? Müsste eigentlich, oder? Wir sind hier gerade entlang gegangen. Cloister Gate. So, und wie funktioniert das jetzt mit der? Einfach hinlegen wahrscheinlich, ne? Oder anbringen. Pong. Sieht auch sicherlich pixelig aus. Richtig schön pixelig, wollte ich sagen. Ja. Gucken wir mal, ne? Da. 10 Feuerpfeile habe ich mittlerweile, krass. Belastend. Wie mache ich das denn jetzt sonst? Ist doch das richtige Tor, oder nicht? Ich habe doch noch so dieses Papyrus, habe ich doch noch eingesammelt. Dieses Scroll. So. Muss ich das erst lesen vielleicht, damit es geht? Also, powerful explosive. Trigger the device with fire. Place close to the target gate or portcullis. Also, Gate ist, das Tor und Portcullis sind so diese, ja, wie beschreibt man die? Diese Gittertore, die man hoch und runter fahren kann. Vielleicht muss ich das erst lesen, damit Garrett weiß. Ach, guck mal hier. Oder? Was? Ne? Vielleicht muss ich auch weiter weg. So, und muss jetzt hier Ditte machen. Muss ich das anders irgendwie noch hinlegen? Ich kann es wieder aufnehmen. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt sage? Warte mal, wenn ich das jetzt. Pock. Schön, ne? Muss ich das da drüber schmeißen vielleicht? Verstehe es nicht. Ich bin am richtigen Tor, oder nicht? Das hier wäre der Weg. Ich bin definitiv hier am richtigen Tor. Cloister Gate. Kann ich das darüber werfen? Warte mal. Explosive Charge. Das ist jetzt ein bisschen doof.
Es tut mir leid, das muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken, aber ich bin mir, war mir eigentlich, also dachte ich jetzt. Pong. Hm. Muss ich das vielleicht an irgendeine bestimmte Stelle legen? Nee, erstmal so hin. Ich darf es nicht mittig legen. Das muss man natürlich auch wissen. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Juhu! Hätten wir theoretisch gesehen am Ende der letzten Aufnahme auch noch machen können, aber gut. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir das Auge. Das sollten wir ja, um das nochmal vielleicht zu rekapitulieren, für den Konstantin stehlen, der uns ja auch dieses Schwert gegeben hat. Beziehungsweise, das haben wir eigentlich uns selbst gegeben, denn wir haben es gestohlen in einer Mission, wo wir bei ihm zu Hause einbrechen mussten. Wir wussten aber nicht, dass er der Auftraggeber ist. Also er hat uns quasi über diese Victoria, hieß sie, glaube ich, beauftragt, bei sich einzubrechen, um uns zu testen, ob wir genug Fähigkeiten haben, ob wir gut genug sind, um dieses Auge hier aus dieser verwunschenen Gegend zu stehlen. Und ja, wie sich herausgestellt hat, sind wir das. 30 getötet. Okay, oder so. Oh, da fehlt aber noch einiges an Loot. Hä, wo denn? Ach, ich habe eine Sache nicht gemacht. Fällt mir gerade an, als ich es jetzt nochmal gespielt habe. Und zwar war ich nicht nochmal unten im... komm, das machen wir nochmal eben. Wir wissen jetzt ja, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. So. Wir lassen das Ding mal da liegen, in der Hoffnung, dass es nicht despawnt. Das machen wir nochmal eben. Und zwar hat uns der... Achtung, jetzt wird es nochmal ein bisschen laut, oder? Ne, wird's nicht. Toh, Rüdiger. Wir haben nämlich ja noch erfahren, dass es hier unten, ich glaube, das hatten wir von Bruder Renault erfahren, diesen Geheimraum gibt. Ich habe alles jetzt quasi nochmal, wie gesagt, offscreen gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht hatte, nochmal, ist das hier. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt 600 Beute sind, letztendlich. 600 Beutstücke, aber... nein. Hier so. Da so. Hier so. Ja. Juhu. So viel Zeit muss sein. Das ist jetzt ja, wenn es jetzt irgendwas längerfristiges gewesen wäre. Wobei, nehme ich das in die nächste Mission mit? Ich weiß es nicht. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das nochmal kurz machen. Wir könnten jetzt eigentlich auch hier hoch. Da kommen wir, glaube ich, wieder bei der Schmiede raus. Sorry, dass es so laut ist. Übrigens, der liebe Let's Player-Kollege und sehr guter Freund von mir, Alex Flattermann 85, schaut das Spiel hier gerade zum ersten Mal und hat gesagt, dass ihn diese Schmiede hier vorne an Medieval erinnert, denn da gibt es ja auch so eine Schmiede, wo wir ein Kruzifix machen müssen und so. Das Ding hier erinnert mich so ein bisschen an Zarok. Das hat, als ich das erste Mal hier um die Ecke gekommen bin, ich hab's glaube ich nicht erwähnt in dem Moment, weil hier noch so ein Zombie rumlungerte, aber das mit den beiden... ja, Ohren oder wie auch immer, Hörnern, hat mich immer so ein bisschen an Zarok erinnert. Den Bösewicht aus Medieval 1. So. Okay. Cool. Dann können wir jetzt aber entfliehen. Und wo jetzt noch Beute fehlt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht wirklich, wo haben wir hier, den Wine Cellar Key, den Weinkellerschlüssel. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne nochmal auf die Sprünge helfen, falls ihr das Spiel schon kennt, wofür ich den gebraucht hätte. Theoretisch gesehen, also ich habe ja, wir waren ja unten im Weinkeller, haben wir die Leiche von Bruder Renault befreit, ne, an uns genommen.
Aber ja, da konnten wir ja schon so rein. Also es war ja nicht verschlossen. Ja, 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 ja. What do you want to do with me? Jo, ne? Da, da, da. Sag ich doch. So. Mal gucken, wie viel das jetzt noch ausgemacht hat. Ach so, ich habe da gar keine Beute gefunden, ne? Egal. Aber dann haben wir zumindest trotzdem noch das geholt. Der Vollständigkeit halber. Gut und schön. Ja, weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin mal gespannt. I can't tell you how pleased I am with you, Mr. Garrett. I simply can't find the words, but perhaps Victoria can help me in that regard. She has such a way with them. Yes, we are both so very pleased. Victoria? Even though the eye is defective. What? Victoria is quite right, Mr. Garrett. I don't mean to sound ungrateful, but this eye is completely blind. It's a rock. It's what you asked for. Am I going to get paid or not? Of course. Victoria, are you prepared to give Mr. Garrett his compensation? Bow to the woodsy lord and offer up your flesh eyes so that his eye of stone may see, man fool. Bids ye then the spruces to singer him an anthem. And the woodsy lord binders them fleshes to stone. Did you think those ancient phrases were mere words, man-fool? Look at me! I am the woodsy lord, the trickster of legend. If you be thirsty, flesh thing, drink of me. If you be hungry, then feed, for I am the honeymaker and the jacksberry. He am the leaf that feeders on the fleshed ones, thems that calls themselves builders, and wielded up a hammers against him. My poor Mr. Garrett, you will not live to see the sprawling glory of it. Your sacrifice is not yet complete. Mine lilacs and mine thistleblades must feed, and I? Stand ye then in the green's infested maw, and speed ye of his judgments upon the weeps and writhing manfolds. Jo. Stone rolling downhill. Now you must aim this remarkable momentum. It is past time for the balance to shift. They come. What? Wait! The trickster will not forgive you for doing what he could not. Nor, I trust, will you forgive us. Keepers. Looks like I better get moving, or whatever those things are will waste a perfectly good rescue. Escape. Cool. Ja, um es vielleicht mal kurz zusammenzufassen. Es hat sich herausgestellt, dass der Konstantin gar nicht der Konstantin ist, was auch dazu passt, dass er als neuer Bürger in die Stadt kam und niemand ihn wirklich kannte und sich alle gefragt haben, woher hat er jetzt den ganzen Reichtum und das, ne, der hat sein Haus ja neu gebaut und so. Und wir haben in vorherigen Cutscenes ja schon mal so ein paar Andeutungen gesehen, dass die beiden sicherlich
zumindest mit den Heiden befreundet sind, also Victoria und Konstantin. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass Konstantin der Trickster ist, also der Waldfürst, der Gott der Heiden in disguise, also ne, verkleidet. Und die Victoria ist anscheinend so eine Waldnymphe, meine ich, und halt auch sehr, sehr mächtig, was diese ganze Heidenmagie angeht. Das heißt, wir haben ja im Prinzip die Hammeriten jetzt sehr geschwächt und haben dieses Artefakt gestohlen. Und mit dem Artefakt ist Konstantin jetzt wieder, ja, zum Waldfürsten mutiert oder wie auch immer geworden. Er hat seine alte Kraft zurückerlangt. Und wir wurden jetzt nochmal von den Hütern wohlgefunden. Und was wir gesehen haben, das kennen Leute oder vielleicht einige von euch, die auch mal ein Let's Play zu Thief Deadly Shadows geschaut haben. Ich glaube zwar nicht, dass das so viele sein werden, die das jetzt hier gucken, aber weil das halt schon 300 Jahre alt ist, aber egal. Unser Auge, ich glaube unser rechtes Auge ist es, wurde herausgerissen. Und ja, tut glaube ich nicht so gut. Was da aber passiert und wie sich das weiterentwickelt, das wissen halt die Leute, die die späteren Spiele schon kennen. Ich weiß es im Prinzip auch schon, möchte es aber jetzt nicht vorwegnehmen. Jedenfalls wurden wir geschädigt, wir wurden gefangen genommen und müssen jetzt entkommen. If you want to survive, you'll have to get out of here. Also wenn du überleben möchtest, musst du von hier entkommen. So heißt auch die Mission. Entkommen! So in dem Tonfall muss man das auch sagen. Wow. Und ich habe nichts. Gut, dass ich am Ende der letzten Folge, am Ende der letzten Session nochmal mir die extra die Mühe gemacht habe, um diesen Geheimraum aufzusuchen. Ach schön. Ach ja. Egal wie man es macht, es ist verkehrt. Wie im echten Leben, ne? Egal. Ja, gut, dann brauchen wir uns ja auch keine Gedanken um unsere... Also Geld haben wir zumindest noch, das haben sie uns gelassen, damit können sie anscheinend nichts anfangen. Und mit Konstantins Sword, mit dem Schwert von Konstantin, können sie anscheinend auch nichts anfangen, was ich sehr interessant finde. Weil, also wenn ich jetzt die gewesen wäre, hätte ich mir, glaube ich, alles abgenommen, inklusive des potenziellen Befreiungsmittels oder der potenziellen Waffe, die ich an mir habe. Aber gut. Oh, wir sind wieder bei Konstantin zu Hause. Interessant. Und jetzt müssen wir hier entkommen. Blitzbombe. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Knüppel? Was ist ein Knüppel? Habe ich gerade meinen Knüppel gefunden? Zumindest habe ich wieder einen Knüppel. Nee, doch, oder? War das? Nee, das könnte mein Knüppel gewesen sein. Wir hatten ja in der letzten Folge, das hat mich ja gewundert, keinen Knüppel. Jetzt müssen wir hier irgendwie entkommen. Was bist du? Ach, ein Gaspfeil, ne? Glaube ich. Ja, Gas Arrow. Ja. Hier sonst noch irgendwo was? Hier waren wir ja schon drin, falls ihr euch daran erinnern könnt. Jetzt ergibt das auch alles noch mehr Sinn, denn wir haben ja, als wir hier in dieser Mission unterwegs waren, auch diese ganzen Gesichter gesehen und im oberen Stockwerk war ja alles so ein bisschen verschoben und verwinkelt und umgedreht von den Räumen her und so. Tja, es ist halt der Trickster, der Trickser sozusagen, ne? Also jetzt ergibt das auch alles irgendwo Sinn. Könnte ich hier rausgehen? Habe ich eine Karte? Ja gut, das ist ja noch die alte. First Floor. Jetzt ist die Frage, will ich hier raus? Hier kam man ja in diesen Gartenbereich rein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, ich habe meine Lockpicks nicht. Ja gut, dann wird das nix. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was das für eine Mission wird und ob die so lang ist. Ja, ja, nimm den Feuerpfeil. Das klingt sehr ominös und opinös. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Oh. Gucken, was uns jetzt hier erwartet.
vor allem wo. Oh, neue Gegner. Hier ist überall hell, das gefällt mir nicht. Vor allem geht hier ganz schön spackig. Was seid ihr? Echsen? Könnten Echsen sein. Okay, du bist keine Echse. Du bist ein Grashüpfer oder sowas. Mit einem starken Rückenschaden. Oh, scheiße, ey. Ja, das wird ja lustig. Meine Damen und Herren. Zwei Flashbombs habe ich. Ja. Die sehen aber schon sehr geil aus irgendwie, ne? Ja, gut. Ist, glaube ich, egal, wo wir runtergehen. Die Frage ist nur... Habe ich Wasserpfeile? Zwei. Wow. Tja. Wie viel Pfeile habe ich? Gar keine. Also normale Breitkopfpfeile, meine ich. Mal kurz hier Inventur machen. Oh, scheiße. Wir könnten theoretisch gesehen versuchen, hier vielleicht einen Seilpfeil zu spannen. Lass mal versuchen. Und da hinten hinzugehen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Es geht. Okay, ich bin am Seil gestorben. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ich hätte gern den Gaspfeil noch. Aber ich komme da nicht hin. Und dadurch, dass ich nur so wenig Ressourcen habe, möchte ich jetzt noch nicht sofort meine Wasserpfeile einsetzen, ehrlich gesagt. Wer weiß ja, was hier noch kommt. Ist das ein Rundgang? Das weiß man nicht, ne? Wir haben ja auch keine Karte hiervon. Wir sind ja underground. Anders machen. Ach, no. Vielleicht muss ich auch... ich könnte natürlich auch einfach eine Blitzbombe werfen. Und dann... laufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn er hier raus ist. Ich mach das mal so. Vielleicht ist Angriff ja auch manchmal nicht die beste Verteidigung. Das ist die Frage. Ist das hier Wasser? Krass ist das denn? Cool. Das erinnert mich gerade auch, also um nochmal vielleicht eine Analogie zu
Medieval zu ziehen. Ist jetzt nicht so ganz ähnlich, auch vor allem nicht mit diesen. Also es gibt da auch so Oliver Alkoves, ne? So Alkoven. Es gibt bei Medieval im Zauberwald noch ein zweites Level, der Ameisenhügel. Da gibt es auch so Kammern und sowas und es sieht alles sehr so steinig aus. Der Weg ist steinig und schwer. Jetzt ist nur die Frage, da vorne war ja auch noch so ein Kabuff hier. Wird das vielleicht mit dem Schwert? Sehen die mich? Kommen die hier überhaupt hin? Ja. Die Geräusche sind... Also das muss ich wirklich sagen. Das Sounddesign dieses Spiels ist halt wirklich, wirklich gut. Oh. Moment, ich habe eine Idee. Warum bin ich hier so hell? Klingt nach Spinne. Bisschen ASMR. Ich würde hier gleich jetzt mal mit dem Feuerpfeil drauf schießen wollen, aber erst wenn die beiden Typis hier weg sind. Ich glaube, hier kann ich mit Wasserpfeilen auch nicht viel ausrichten. Okay, das bringt nichts. Okay, hatte ich das hier schon eingesammelt? Ich muss erstmal so ein bisschen hier rantasten an das Level. Oh, da habe ich noch einen vergessen. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Hier kann ich aber wahrscheinlich keinen Rope Arrow dran schießen, ne? Keinen Sinn ergeben. Ach, hier ist so ein Leuchtpilz an der Decke, sehe ich gerade. Alter, das ist Schmatzgeräusch, ne? Ja, muss ich da vorne irgendwie weiter her? So, wo ist der andere Typ? Kann ein lustiges Level werden. Beziehungsweise, wenn man das mal so, geht schneller. Kann ich an dem... Okay, das wäre jetzt interessant. Kann ich an den Pilz... Noch einmal, versuche ich es noch. Noch einmal versuche ich es. Klingt wie in so einem Buch. Er versuchte es noch einmal. Nee, geht aber auch nicht. Das wäre jetzt natürlich interessant gewesen, wenn ich jetzt einfach so einen Salbfall an den Pilz hätte machen können. Was ist denn hier? Kann ich einfach... Wie doof ist das denn? Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit meinen Quicksaves, weil man sich sonst schnell verspeichern kann. Verspeichern! Oh, hier. Spinnies.
Sehe ich schon irgendwo welche? Let's see. Must have been nothing. Vor allem wo, bitte? Da hinten? Die Pilze sind wunderschön, aber ich würde sie gerne zerstören. Oh, ich glaube, das ist der Gang, oder? Von eben, wo wir gestorben sind gerade eben. Maybe.